Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Beginnen wir es mit dem Regina Zöli, jetzt noch am Pfingsten, mit dem der Osterfestkreis sein Ende oder besser gesagt für uns seine Sendung findet. Beginnen wir es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja, den du zu tragen würdig warst, Halleluja. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja. Bitt Gott für uns, Halleluja. Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja, denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen, wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor, der Wohltäter des KTV, wir gedenken der verstorbenen Angehörigen und Bekannten, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen heute am Pfingstsonntag. Der Osterfestkreis erfüllt sich heute am Pfingsttag. Wie Jesus selber es verheißen hat, wird durch die Ausgießung des Heiligen Geistes die Verheißung erfüllt, dass Jesus Christus den Beistand, den Tröster, den Parakletos, den Anwalt den Jüngern, den Aposteln schenken, die eingeschüchtert und verängstigt im Obergemach, es heißt des Abendmahlsaales, sich zum Gebet versammelt haben und die Türen verschlossen hielten, bis der Heilige Geist in der Form von Feuerszungen und einem Sturmesgebräus durch dieses Zimmer zog und sich den Aposteln in seinen Gaben schenkte. Und dann haben die Apostel die Furcht abgelegt, sind in die Welt hinausgegangen und haben den Menschen, allem voran Petrus, das Evangelium Jesu Christi verkündet. Sie haben Menschen für Christus gewonnen, nicht mehr ihr eigenes Leben bewahren wollen für diese Welt, sondern sie haben sich für das Reich Gottes, für die Kirche, die am Pfingsten ihren Anfang nimmt, eingesetzt und so in einer vergänglichen Welt die Botschaft des Evangeliums, dass in der Nachfolge Jesu Christi
die Menschen zur bleibenden Herrlichkeit in der Glückseligkeit Gottes gelangen können. Sie durften diese Botschaft allen Menschen verkünden. Die heutige Liturgie bindet das Pfingstfest, das vom griechischen Wort Pentekostes kommt. 50 Tage sind seit Ostern vergangen. Am 50. Tag nach Ostern, so erläutert es die Heilige Schrift, ist der Heilige Geist über die Apostel gekommen. An Pfingsten vollendet und erfüllt sich das Heilswirken Jesu Christi für die Menschen. Jesus selber ist bereits am 40. Tag, am Hochfest der Himmelfahrt Jesu, dem sichtbaren Blick der Apostel entzogen worden. Die Apostel waren 9 Tage versammelt im Gebet, im gemeinsamen Gebet und im Brechen des Brotes, wie es der Urkirche entspricht. Und sie durften am 50. Tag, also 9 Tage später, von daher kommt die Gebräuchlichkeit, Novenen zu beten. Am 9. Tag durften sie dann die Ausgießung des Heiligen Geistes empfangen. Damit ist die Geburtsstunde der Kirche da. Und es gibt wunderschöne Hymnen zum Heiligen Geist. Eine davon ist die Pfingstsequenz von Stephen Langton, dem Erzbischof von Canterbury, der um 1228 gestorben ist. Und sie zeigt uns, welche Hilfe, welchen Beistand, welche Stütze wir im Heiligen Geist empfangen. Sehr viele Zeitgenossen wissen heute gar nicht mehr, woher dieser Festtag Pfingsten überhaupt kommt und dass er einen religiösen Ursprung hat. Vielfach werden die Pfingsttage dafür genutzt, um einen Ausflug zu machen, um mit der Familie etwas zu unternehmen oder auch, vielleicht in einem guten Fall, auch für den Frieden einen Marsch auf sich zu nehmen, zu beten und einzustehen, dass der Friede in diese Welt kommen möge. Der Friede, der ja eigentlich eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Dabei haben wir ein gutes Vorbild in der christlichen Gemeinde, in der urchristlichen Gemeinde. Nach der Begabung mit dem Heiligen Geist, der für immer bei der Kirche bleiben soll, Johannes 14, 16, da dürfen sie Stärkung empfangen, indem sie ein Herz und eine Seele waren. Apostelgeschichte 4, 32. In dieser Welt, in der wir so viel von Misstrauen, Spaltung und Uneinigkeit erleben, da fällt eine Gruppe von Menschen auf, die ein Herz und eine Seele sind. Und woher rührte diese Gemeinsamkeit, diese Einheit? Indem die Jünger an der Lehre der Apostel festhielten und jeder sein Eigentum verkaufte und mit dem Erlös Notleidende zur Hilfe zu kommen. Ebenfalls Apostelgeschichte 2, 42. Daraus ist die Lebendigkeit des Urchristentums zu erklären. Und dann auch durch den Mut, dass sie freimütig das Wort Gottes verkündeten. Die Taten
Jesu Christi den Menschen vortrugen und dadurch in dieser Sorge um ihr vergängliches Leben, in den Problemen dieser Zeit, den Menschen Halt und Mut zusprachen. Dieser gute, dieser Heilige Geist scheint heute in der westlichen Kirche abhanden gekommen zu sein. Die Familien sind vielen Gefahren unterworfen. Die Einheit in der Familie ist mancherorts gebrochen. Nur schon das Tagesprogramm macht es vielen Familien schwer, einen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden, an dem sie sich austauschen können, die eigenen Werte auch wirklich einander zusprechen können. Und da wird jeder Mensch sozusagen zum Individualisten, der seinen eigenen Weg nachgeht. Noch verstärkter ist dies der Fall auch durch den Gebrauch technischer Mittel, wo jeder das sich zuführen kann und aneignen kann, was ihm beliebt. Früher mussten wir uns noch um einen einzigen Fernsehapparat vereinen und wenigstens darüber nachdenken, welches Programm wir einschalten möchten. Da mussten wir uns zumindest dort einigen. Und vielleicht haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass wir uns da gar nicht immer eines Sinnes waren. Aber weil nur ein Fernsehgerät da war, mussten wir uns einigen. Die Zeiten sind seit langem vorbei. Heute werden wir geradezu berieselt mit Problemen, gewaltsamen Begebenheiten und Ereignissen in der Welt und sogar mit Verwirrung und Irrglauben, der unsere Wertehaltung der Liebe ganz schön erschüttern kann. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Nur dort, wo wir tatsächlich unsere Inneres, unsere Seele für die Gegenwart Gottes öffnen, nur dort kann der Mensch bestehen, in den vielen Herausforderungen, denen er sich konfrontiert sieht. Die Welt möchte sich erneuern, aber sie erneuert sich nicht von selbst und vor allem oftmals nicht vom Menschen aus. Eine Erneuerung, eine Erlösung, eine Rettung, die von Gott her geschieht, beruht dann eben auf bleibendem Leben. Die kranke Welt, die gesund werden möchte, braucht den Heiland, den Retter, den Erlöser, der zum Krankheitsgrund vorstößt und uns wirklich zu einem erfüllten Leben der Liebe führt. Auf diesen Punkt zu kommen, da braucht es die Gabe des Heiligen Geistes in seiner Siebenzahl. Diese Gaben des Heiligen Geistes, den wir unter verschiedenen Zeichen in der Heiligen Schrift vorfinden, einerseits schwebt der Heilige Geist über dem Wasser. Das Wasser ist ein Zeichen des Heiligen Geistes. Es wird auch in der Taufe gebraucht. In der Taufe nimmt die göttliche Dreifaltigkeit im Getauften Wohnsitz und der Heilige Geist nimmt Wohnung in der Seele der Person, die die Taufe empfangen darf. Im Buch Genesis ist also das Wasser und der Wind bereits schon
im ersten Kapitel ein Zeichen für den Heiligen Geist und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In der Apostelgeschichte hören wir dann, wie der Heilige Geist in Form von Feuerszungen über die Apostel kam. Die Feuerszungen, die ebenfalls Zeichen für den Heiligen Geist sind. Wasser, Wind, Sturm, Feuerszungen und auch die Salbung mit dem Chrisam ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der die Menschen erfüllt, aus der Not, der Ängste, der Sorgen herausholt, die Verschiedenheit der Sprachen überwindet und zur einen Sprache führt in der Vielfalt der Sprachen, die die Menschen verstehen. Die Sprache der selbstlosen, reinen Liebe, die Sprache der Dienstbereitschaft, die Sprache des Mitgefühls und der Wertschätzung und die Sprache des Lebens, um das sehr viele Menschen heute aufgrund der vielen Unsicherheiten beruflicher, gesellschaftlicher, rechtlicher Art, in die sie hineingestellt werden, leiden. Wir brauchen den Heiligen Geist, der den Ungeist des Todes, des Mangels, des Leidens aus dieser Welt hinausschafft, aus den Seelen der Menschen herauskatapultiert, nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Und diesen Heiligen Geist, von ihm dürfen wir jetzt im ersten Beitrag ein Gebet hören. Lieber Herr Pfarrer Schuler, ich habe Ihnen ein Gebet. Eigne in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige immer verliere. Gelobt sei Jesus Christus. Die Gaben des Heiligen Geistes sind im Kompendium der katholischen Kirche aufgeführt. Es sind die sieben Gaben der Weisheit, der Einsicht, des Rats, der Stärke, der Erkenntnis, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Auf der Seite 241. Und aus dem Heiligen Geist heraus werden uns, der Heiligen Schrift entsprechend, im Galaterbrief 12 Früchte geschenkt. Die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. All diese Früchte des Heiligen Geistes ergeben sich aus den Gaben, die uns der Geist Gottes schenken möchte. Und sie bringen ein menschliches Leben, das der Vergänglichkeit ausgesetzt ist, zur Vollendung, zur Erfüllung. Der Heilige Geist möchte uns erfüllen, die wir geprägt sind von dem, was wir im nächsten Beitrag hören. Grüß Gott, Pfarrer Schuler. Ich kann es
Ich verstehe, dass Gott, der allmächtig und gütig ist, wie kann er seinen Sohn so qualvoll leiden und sterben sehen? Ihnen alles Gute, vergelt's Gott. Da gehe ich mit Ihnen ganz einig. Wir können das nicht verstehen. Leid und Tod ist für uns immer unverständlich. Und auf Leid und Tod gibt es keine Antwort, außer die Antwort der Liebe, die Gott uns selber entgegenbringt. Und zwar in Jesus Christus. Wir sehen hier sein Antlitz, einerseits vom Heiligen Grabtuch von Turin, das im Jahr 25 wieder offiziell ausgestellt wird in Turin, in der norditalienischen Großstadt, und das dort im Original betrachtet werden kann. Es wurden viele Untersuchungen beim Grabtuch von Turin angestellt. Es war mir bereits schon mehrere Male geschenkt, dass ich nach Turin pilgern durfte. Und jedes Mal ist es so, dass ich eigentlich den Schmerzensmann sehen wollte oder dorthin gepilgert bin, um den Schmerzensmann zu sehen. Es wurde mir geschenkt, als ich dann das letzte Mal vor dem Grabtuch von Turin war, dass ich nicht den Schmerzensmann gesehen habe, sondern den auferstandenen Herrn in seiner ganzen Güte und Liebe. Der Sohn Gottes wird Mensch, um uns Menschen aus Leid und Tod zu befreien und zu retten. Wie muss Gott Vater gelitten haben, aber ganz in Einheit mit seinem Sohn zeigt sich uns die unermessliche Liebe Gottes, indem Jesus Christus sein Leben zur Vergebung der Sünden der Menschen hingibt und somit die Wahrheit bezeugt, dass er König ist. König des Himmels. Ein König der Liebe, nicht ein König, der mit Macht daherkommt und andere Menschen zwingen würde, sondern die Liebe überzeugt aus freiem Willen heraus. Wir sehnen uns nach bleibender, vollkommener Liebe. Und im Grabtuch von Turin kommt dies am besten zum Ausdruck. Es gibt auch das Muschelseitentuch, das über das Grabtuch gelegt werden kann und das deckungsgleich ist mit dem Grabtuch. Auf dem Grabtuch ist Jesus Christus mit geschlossenen Augen dargestellt. Im Muschelseitentuch von Manopello mit offenen Augen. Der Auferstandene, der sich zeigt. Aber mit seinen Verwundungen, mit seinen Verletzungen. Und wo wir auf diese Verletzungen des lebendigen Gottes schauen, da müssen wir schon zurückschrecken. Wie ist es möglich, dass Menschen dem Sohn Gottes, der wahre Mensch und wahre Gott ist, solche Verletzungen überhaupt zuzufügen fähig waren? Diese Frage können wir uns oftmals auch im Alltag stellen, wo wir heute mit so vielen Konfliktfällen konfrontiert werden. Aber wir wollen nicht das betonen heute, sondern die Freude darüber, dass Jesus Christus, der auferstandene Herr, uns den Heiligen Geist gesandt hat und die Apostel den Heiligen Geist empfangen durften, der bei der Kirche, bei den Aposteln bleiben wird, bei den Jüngern bleiben wird, als eine Gabe
die für immer Gott geschenkt ist. So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder zuschalten zum Tagesthema.